Die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner Fragen ab. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal, damit du in Zukunft auch am Laufenden bleibst. Ich fange an damit meiner Geschichte, weil es ganz wichtig ist, dass du verstehst, warum mir dieses Thema Eigenverantwortung so am Herzen liegt. Und zwar geht es darum, wenn du gelernt hast, so wie ich, dass du von klein auf immer an andere denkst, es anderen recht machen willst, dich anpasst, weil du es so von deiner Mutter, von deiner Großmutter gelernt hast, liebenswerten Frauen, denen immer das Wohl der Gemeinschaft am Herzen lag oder immer noch liegt. Und du siehst, dass sie darin aufgehen, dass es für sie gut ist und dass sich andere auch darüber freuen. Dann sagst du, das könnte ich auch machen. Ich kann mich auch darüber freuen, was andere machen. Aber, jetzt ist aber, wenn wir uns überlegen, dass wir dadurch uns selbst verlieren, weil wir dann nicht mehr in der Eigenverantwortung sind, sondern eher im Pflichtbewusstsein, anderen das Recht zu machen und das Notwendige zu tun, um anderen nicht zu schaden, dann kann es sein, dass der Fall nach hinten losgeht, der Schuss nach hinten losgeht und wir uns damit selber wehtun und schaden. Und das ist auch in meinem Leben passiert. Denn es gab Momente, und das war meistens der Fall, dass ich Entscheidungen nicht für mich getroffen habe, aus meinem Herzen, sondern für andere. Und weil ich nicht diese Stärke, diese innere Stärke hatte, habe ich mir entsprechend jemanden jemanden ausgesucht, jemanden angezogen, eine starke Frau, die diese Stärke hat und die Entscheidungen für mich abnimmt. Es ging auch eine ganze Zeit gut. Zum Beispiel hat sie entschieden, dass wir nach Kanada gehen. Sie hat für mich entschieden, dass ich meinen Studienschwerpunkt vom Marketing zum Controlling hinlege, weil sie gesagt hat, hey, du kannst besser mit Zahlen umgehen, Martin. Geh weg vom Marketing, das ist nicht so dein Ding. Dann hat sie mir auch vorgeschlagen, lass uns doch wieder nach Paris gehen. Das hat sie zu mir zwar nicht direkt ausgedrückt, aber tatsächlich habe ich es wahrgenommen, dass für unsere Beziehung besser ist, dass wir wieder zurückgehen in ihre Heimat. Und ich war da auch gerade am Scheideweg, beziehungsweise am Umdenken, was ich in meiner Zukunft anfange. Und dann sage ich, mache ich sie recht, erlebe ich was Neues und gehe nach Paris und fange dort mein Leben neu an. Französisch habe ich nicht wirklich beherrscht, aber ich wollte es ihr beweisen, dass ich das kann. Und auch dieses Bild, was ich von mir hatte, dem Ganzen gerecht zu werden, dass ich mal Manager werde, der gut sein Geld verdient. So. Wie gesagt, es ging eine ganze Zeit lang gut, bis ich dann irgendwann mal krank wurde. Mir ging es nicht mehr gut, weder mental noch körperlich. Das fängt meistens ja immer mit den körperlichen Schmerzen an, körperlichen Problemen. Wenn man seinem Herz nicht folgt, dann macht sich das irgendwann mal im Körper bemerkbar. Und ich hatte Sodbrennen, ich hatte Magenschmerzen, Schlafstörungen, alles Symptome von Burnout. Burnout, was mittlerweile zur Volkskrankheit wurde, im Vergleich zu 2004, ist es um das Neunfache angestiegen. Mit dem Grund auch für mich, finde ich, dass es damit zusammenhängt, dass Menschen immer einsamer werden. Sie ziehen sich immer mehr zurück, sie suchen weniger den Kontakt zu anderen Menschen aufgrund des Internets. Also der Anstieg des Burnouts ist proportional mit dem Anstieg der Internetnutzung und der Verbreitung von Smartphones. Also sei dir bewusst, dieser menschliche Kontakt ist ganz wichtig. Der menschliche Kontakt ist dann auch nur möglich, wenn du den Kontakt zu dir hast. Also was mir wieder wichtig, den Kontakt zu meinem Herzen aufzubauen. Wie funktioniert das Ganze? Mir kam da diese geniale Übung zugetragen, bei der es hieß, was passiert, wenn du stirbst? Die Menschen, die dir am wichtigsten sind, dein Partner, Arbeitskollegen, Freunde, Familie, Elternteil oder Kind, hält eine Rede über dein Leben, über deine Errungenschaften, was du ihnen gebracht hast, was sie an dir wertschätzen, was du so geleistet hast in deinem Leben. Und mir ist dazu nichts eingefallen. Es gab nichts,
wirklich, auf was ich stolz von Herzen war. Aus dem Grund, weil ich das meiste für andere gemacht habe. Ich habe es aus meinem Ego heraus entschieden, um andere zu imponieren, um es anderen zu beweisen, um besser dazustehen, um Gehalt, um Geld zu verdienen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wirklich von innen her wollte. Und weil ich auch keine Reue mehr verspüren wollte und gleichzeitig auch nicht in meinem Leben abtreten wollte als jemand, der nichts beigetragen hat und für andere keinen Mehrwert dargestellt hat, habe ich mich dazu entschieden, mein Leben zu ändern. Und du darfst immer bei dir anfangen. Wir kommen jetzt langsam dem Weihnachtsfest näher, dem Fest der Liebe. Und ich sehe das auch immer so aus der Sicht der Nächstenliebe. Ich bin christlich erzogen worden, katholisch. Mittlerweile bin ich ausgetreten, aus unterschiedlichen Gründen. Aber dieses Prinzip der Nächstenliebe ist hängen geblieben. In Verbindung auch mit dieser Sauerstoffmaske. Kennst du vielleicht diese Analogie? Die Sauerstoffmaske aus deinem, im Flugzeug in einer Brandsituation aus der Decke fällt. Dann heißt es ja bei der Sicherheitserklärung vor Beginn des Fluges, du sollst zuerst dir selbst die Maske aufsetzen, bevor du deinem Nachbarn hilfst, deinem Kind, wem auch immer. Weil wenn der Brand entsteht, wenn der Rauch in der Luft ist, dann kann es sein, dass du stirbst und dein Kind zwar die Maske trägt, aber wie will das Kind überleben, wenn du weg bist und vielleicht du der Einzige und das Kind ist der einzige Überlebende ist im Flugzeug, wird es wahrscheinlich nicht rausschaffen. So habe ich mir das mal ausgemalt und so habe ich mir das auch für mich logisch entschieden, dass ich aus meiner Misere, aus meinem Burnout, aus meinem sinnlosen Leben, was ich damals hatte, dass ich da wieder rauskomme, dass ich wieder am Anfang bei mir, mich zu lieben. Bevor ich andere lieben kann, muss ich mich lieben. Das ist das Prinzip der Nächstenliebe. Ich kann nur andere lieben, wenn ich mich liebe. Und daher will ich dir die Übung hier mitgeben, was für mich entscheidend war, auch wieder mein Leben in den Griff zu bekommen. Meine Stimme, die ich auch teilweise aufgrund meines Sodbrennens verloren hatte, weil sie die Stimmbänder angegriffen hat, wieder zurückbekommen. Selbstbestimmt zu leben ist, dich vor den Spiegel zu stellen und sich in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe mich. Und wenn ich mich nicht selbst liebe, was ist dann der Grund dafür? Was sind die Momente des Tages auch als nächsten Schritt, in denen ich mich nicht glücklich fühle? Warum fühlst du dich nicht glücklich? Und dann wiederum als nächster Schritt wäre dann zu sagen, wie schaffst du es davon wegzukommen? Von diesen Schritten. Von den negativen Energien, die dich unglücklich machen. Weil wir sind nicht dazu gemacht, dass wir Opfer der Emotionen sind, der Ängste, die da draußen verbreitet werden, aufgrund der momentanen Ereignisse, ob es Krieg ist, ob es ein Virus ist, ob es die Rezession ist, die wirtschaftliche Lage, die uns erschüttern wird in den nächsten Jahren, davon bin ich überzeugt. Davon dürfen wir uns keine Angst machen lassen, weil wir unser Leben selbst in der Hand haben. Wir können jederzeit entscheiden, uns zu ändern, uns weiterzuentwickeln. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wie sagte einer meiner Mentoren so schön, Bob Proctor, we live in an ocean of motion. Also wir leben in einem Ozean der Bewegung. Alles bewegt sich. Wenn wir nicht selbst zum Surfer werden und uns bewegen auf den Wellen und Emotionen aber aus einer höheren Ebene ja, surfen. Nicht, dass wir uns davon ja, zerrütten lassen, dass wir uns kaputt machen lassen, dass wir uns umschmeißen lassen. Nein, wir sollen darauf reiten, wir sollen darauf mit Freude die Höhen und Tiefen des Lebens so akzeptieren, wie sie sind. Und wenn wir das schaffen, dann führt es zur Meisterschaft. Und das funktioniert meiner Ansicht nach am besten, und das gebe ich auch immer weiter, ist, dass ich einen Plan habe, dass ich eine klare gedankliche Struktur des ganzen Tages übers mit mir herumtrage, eine mentale Schablone, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und die Antwort folgt auf eine Frage. Und daher bin ich ständig dabei,
Zumindest anfangs habe ich mir ständig Fragen gestellt, wie kann es mir besser gehen? Hat diese Emotion jetzt etwas mit mir zu tun? Wie kann ich handeln, dass ich wieder in die Freude komme? Wie kann ich es akzeptieren, diese Situation? Zum Beispiel ist gestern eine gute Freundin von meiner Mutter gestorben, die ich auch gut kannte und sehr gemocht habe. Ich habe es verstanden, damit mich nicht emotional davon belasten zu lassen. Ich habe gesagt, ich hatte eine super Zeit. Das letzte Mal, wie ich sie gesehen habe, habe ich mich nett mit ihr unterhalten. Wir haben gelacht, wir haben uns über alte Zeiten unterhalten. Wir hatten Spaß gemeinsam auf dem Flohmarkt hier im Ort, in meinem Vorort von München. Und mit dieser Herangehensweise ans Leben, dass du sagst, ich kann bewusst meine Emotionen steuern, ich kann gedanklich in die Verantwortung mich begeben und bin nicht mehr Opfer der Umstände, ich bin nicht Opfer der Emotionen anderer, ich bin nicht Opfer von dem allem, was da draußen an Mist passiert, sondern ich bin wieder bei mir selbst. Ich habe wieder meine Stimme entdeckt, ich höre wieder die innere Stimme, die Stimme meines Herzens und da beginnt die Freiheit. Und Freiheit für mich ist das größte Gut, zusammen mit der Zeit. Alles andere können wir zurückbekommen. Die Zeit ist, wenn sie mal verloren gegangen ist, kommen sie nicht zurück. In dem Sinn, nochmal kurz zusammengefasst, sei dir bewusst, dass du dich zuerst lieben darfst. Du bist kein Opfer der Emotionen, musst verstehen, der Begriff Emotionen ist immer von ist das Äußere, ist die Energie, die ich wahrnehme. Aber ist diese Energie meine oder eher nicht? Wenn sie nicht meine ist, dann akzeptiere ich es, wie sie ist. Aber ich lasse mich davon nicht umwerfen. Ich bleibe auf meiner Welle stehen, stabil und surfe weiter im Leben. Und drittens, mit einem gedanklichen Plan, mit einer Ausrichtung, mit einer Strategie, wo ich mir sage, ich weiß, wie ich mit den Situationen, die auch manchmal schwerwiegend sein können, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich habe meine Fragen zurechtgelegt, die in mein Unterbewusstsein einprogrammiert sind, dass ich immer leicht positiv bleibe, dass ich ständig mich in Frage stelle, um besser zu werden, um besser mit auch neuen Situationen umzugehen. Speziell, wir wissen nicht, was sich noch so tut draußen. Es ändert sich ständig alles und schnell. Daher, diese drei Punkte wollte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, hinterlass mir doch gerne ein Like, abonniere meinen Kanal, wenn du noch mehr erfahren willst über mein Leben, wie ich Probleme gemeistert habe, wie ich mit Problemen umgehe und Lösungen gefunden habe. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche dir alles Gute und bleib verantwortlich.